Es gibt unglaubliche Tore von richtig weit weg, von der Mittellinie. Ihm ist so eins gelungen, Marcel Spitzer vom TSV Buchbach und ihm auch. Besondere Treffer gehören besonders gewürdigt. Fußballweltmeister Klaus Augenthaler, bitteschön. Nicht schlecht, oder? Ja, super. Ja, Weltklasse. Im zweiten Kontakt. Fast Verdrehung. Ja, wäre noch besser gemeint. Gut ab. Naja, nicht so bescheiden, Herr Augenthaler. Das Ding aus dem August 89 wurde gewählt zum Tor des Monats, des Jahres und des Jahrzehnts. Wie kommt man drauf, dass man von der Mittellinie schießt? So wie in Frankfurt war es heiß, ich habe keine Luft mehr gehabt. Ziemlich ähnlich, was Klaus Augenthaler da gemacht hat gegen Frankfurt. Weitschuss, Traumtor über Uli Stein hinweg. Augenthaler und Marcel Spitzer, die Parallelen sind frappierend. Okay, einer 404 Mal Bundesliga 1990, Weltmeister, der andere Regionalliga Bayern. Beide trafen im August, beides Abwehrspieler, beide nicht gerade fürs Toreschießen zuständig. Beide treffen aus der Ferne, Spitzer sogar von noch weiter weg als damals der Auge. Marcel, herzlichen Glückwunsch zum Bayern-Treffer. Das war ja besser wie meins. Ja, weil du nicht die Zeit und den Raum gehabt hast. Ich habe ewig schauen können. Ich habe keiner angegriffen. Aber ja, das hast du dir sicherlich hoch verdient. Also, schöne Grüße, alles Gute, dein Auge. Respekt, Marcel Spitzer. Von einem Weltmeister geehrt, was für eine Ehre.